Hey Leute, willkommen zu einem Video. Ich bin's, Patrick von Breaking. Heute reden wir über Dark Comet Red. Einer der schlechtesten Reds momentan auf dem Markt. Okay, das war gelogen, aber es ist halt so veraltet, dass man es natürlich nicht verwenden sollte. Und wieso machst du denn ein Video drüber? Ihr habt doch den Titel gelesen, bevor ihr aufs Video geklickt habt. Gründe, warum man Dark Comet Red nicht verwenden sollte. Nur wieso mache ich das Video? Ich bekomme andauernd Anfragen. Ja, mach doch mal ein Video über Dark Comet Red. Ja, Pro Hacking, wo kann man das denn downloaden? Patrick, schick uns mal einen Download-Link. So, mach mal ein Tutorial dazu. Nein! Und ich stelle euch jetzt einfach mal vor, warte, man das nicht verwenden sollte. Wir verwenden die Version 5.3.1 und wenn ich auf Verbaut klicke, kommt ein ganz lautes Fenster, aber man sieht ja hier, ich muss euch das nicht beweisen. 5.3. Und wir werden einfach mal einen Server erstellen und dafür gehen wir auf Server Module und Full Editor. Und ja, dann machen wir mal ein Passwort, das Passwort werdet ihr eh gleich sehen. Dann haben wir mal ein paar Settings, ja, wir brauchen natürlich noch einen Port. Dann nehmen wir einfach, guck mal, Voreinstellungen und wir nehmen einfach unsere lokale IP, dann haben wir hier noch ein paar Einstellungen. Ja, ist so alles wunderschön, ja, super, alles klar, ja, brauchen nichts mehr. Machen das natürlich als .exe und brauchst du gar nicht speichern, machen wir bitte einfach einen Server, den wir dann nennen Server speichern. Dann haben wir unsere Server.exe, ist der Trojaner und jetzt wollen wir natürlich jemanden angreifen, weil wir sind ja coole Hacker und haben jetzt natürlich unsere Dark Comet Red. Ja, wirklich, ich kann es auch theoretisch starten, also ist gar kein Problem. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Ist mir auch eigentlich auch egal, das Ziel des Videos ist jetzt nicht zu zeigen, dass der Server funktioniert. Boah, startet sich nicht mal, alles klar, ist ja eigentlich gar kein Problem. Denn was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist vom Hersteller Darkcoder SC. Gibt es DC Extract und neben vielen Sicherheitsfehlern gibt es natürlich noch das Tool von dem Typen selbst, in dem man einfach die Einstellungen sehen kann. Ja, wir gehen einfach mal hier hin, zack, gehen aufs Server.exe, falscher Code, dann nehmen wir den oben, Load Extract, Server.exe und wir haben es, ja. So schwer war das jetzt nicht. Wir haben einmal das Passwort, was wir verwendet haben, die SSID, die angezeigt wird, dann haben wir noch alle Einstellungen, die wir eingestellt haben. Wir haben natürlich nicht viele Einstellungen, aber theoretisch werden einfach alle Einstellungen angezeigt. Wir haben die Netdata, ja, an welchen Server das geschickt wird und der offene Port dazu. Das heißt, wir könnten jetzt einen kompletten Angriff starten, weil wir wissen, welcher Port offen ist und wir haben die IP. Wir haben einfach alles, alle Daten. Und das ist vom Typen, der Dark Comet erstellt hat, selbst. Ja, er hat ein eigenes Tool dafür geschrieben. Ist vielleicht nicht so praktisch, Dark Comet zu erstellen. Und ich werde das jetzt nicht durchführen, weil ich meine, das Server startet gerade bei mir nicht mehr. Ich habe mir jetzt auch keine Mühe gegeben. Aber es gibt einen ganz bestimmten Bug bei Dark Comet und zwar auch bei der letzten Version, die hier rausgekommen ist. Und zwar gibt es eine Sicherheitslücke, sodass man Befehle zurückschicken kann. Mit anderen Worten, per Code Injection, falls es jemand was sagt, man kann Befehle, als Opfer kann man an den Angreifer Befehle schicken und damit auch zum Beispiel diese wunderschönen Befehle wie Format C, sodass einfach der ganze PC formatiert wird vom Angreifer und damit hat man natürlich ein ganz kleines Problem. Ich hoffe, das war ein Grund, wieso man Dark Comet nicht verwenden sollte, denn ihr könntet einfach eure ganze Festplatte verlieren und ihr könntet gebacktrackt werden und mit der IP hat man auch ungefähr so eine Zeit, wann man angegriffen wurde, denn die Daten wurden ja wahrscheinlich dahin geschickt. Das heißt, man könnte auch mit der IP zur Polizei gehen, die könnten dann gucken und zwar von welchem Internetprovider ist die IP, wird die IP angeboten, die können durch die Logs gehen und die können einfach gucken, über welche IP diese Daten geschickt wurden, sofern es wohl kein VPN ist. Denn wenn man ein VPN verwendet, ist man relativ sicher, abgesehen davon, dass man natürlich immer noch da alles zerstört bekommen kann, indem das Opfer einfach Befehle zurückschickt. Ja, also Dark Comet Red bitte nicht verwenden, ja. Also wenn ihr irgendwas Böses vorhabt, wenn ihr was Gutes vorhabt, als Administrator, einfach allgemein nicht Dark Comet Red verwenden, es ist eine Katastrophe. Und falls ich noch einen Kommentar bekomme, wo kannst du denn Dark Comet Red downloaden? Du hast ja alle Versionen hier. Ja, super, ich habe gesucht, ja. Ich habe im Internet gesucht, hat mich ungefähr 2 Minuten gebraucht, damit ich noch eine aktuelle Version bekomme, aber ich hatte gerade keine Version auf meinem PC. Alles klar, das war mein kleiner Rant über Dark Comet Red, den man sich verwenden sollte. Ich hoffe, ihr hört jetzt bitte auf, darüber zu fragen, wieso man Dark Comet Red nicht verwenden sollte. Falls euch das Video gefallen hat, mal ein bisschen schnelles und aggressiveres Video, dann lasst einen Daumen hoch da. Falls ihr noch mehr Videos sehen wollt, lasst einen Subscribe da. Und falls ihr weitere Fragen nicht zu Dark Comet Red habt oder sonst was, könnt ihr auch Feedback oder sonstiges in den Kommentaren da lassen. Ich bin Patrick von Breaking, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss Leute.